Hier sind Stefan 77 und Klaus von eurem Übersetzerteam. Dieses Projekt lief seit ungefähr einem Jahr. Es war ein großes Projekt an der Universität von Michigan und San Diego. Wir haben hier einige Kollegen, die uns geholfen haben. Und im Paper sind auch weitere Kollegen genannt, die ich hier nicht explizit nenne. Bevor wir anfangen, eine kleine Warnung. Nacktscanner erzeugen Nacktbilder. Insofern enthält dieser Vortrag auch einige Nacktbilder. Insofern seid bitte gewarnt. Der Vortrag wird also Nacktbilder enthalten. Wenn ihr also das Gefühl habt, rausgehen zu müssen und das nicht zu ertragen, dann seid euch dessen bitte bewusst. Wenn ihr irgendwann mal in den 5 Jahren mit Flugzeug geflogen seid, habt ihr mit irgendeiner Art und Weise mit Ganzkörperscannern zu tun gehabt. Man nennt sie auch Nacktscanner, Pornoscanner und die Flugsicherheitsbehörde nennt sie Advanced Image Scanner, was natürlich viel positiver und futuristischer klingt. Es gibt 2 Arten davon. Auf der linken Seite mit den rechten Boxen, das ist der Rabbit Scan 1000, das ist ein Röntgenrückstreuungsscanner und auf der rechten Seite der L3 Provision von ATD mit drehenden Elementen, die Millimeterwellen verwenden. Beide produzieren ein Nacktbild von dem zu scannenden Körper, um Schmuggelware am Körper erkennen zu können. Zum Beispiel Waffen oder Messer, Explosivstoffe oder einfach normale Wasserflaschen. Wir geben euch mal einen kurzen Zeitüberblick über die Ganzkörperscanner. Sie wurden zuerst Februar 2007 eingeführt als zusätzliche Prüfungsmaßnahme. Man konnte also zusätzlich in eine Schlange gelenkt werden, indem man mit diesen Scannern durchleuchtet wurde. Später wurden diese Scanner dann zur primären Prüfmaßnahme verwendet im Dezember 2009. Nach einem gescheiterten Anschlag, wo der Sprengstoff am Körper versteckt getragen wurde. Und eine Woche später, zwischen Weihnachten und Neujahr 2009, hat die Flugsicherheitsbehörde angekündigt, dass die Ganzkörperscanner nun die hauptsächliche, die primäre Prüfmethode an Flughäfen werden. Wir haben 2012 eine dieser Maschinen für Untersuchungen bekommen. Dieser Maschine war einer vom Typ Rapid Scan, der im Millimeterbereich arbeitet. Wenn wir einen von einem anderen Typ bekommen könnten, würden wir uns sehr freuen, haben wir aber bis noch nicht. Die Rapid-Scanner wurden von den Flughäfen 2013 entfernt. Wir hatten also die Maschine in unserem Labor, während sie 7 Monate am Flughafen eingesetzt wurden. Sie sind aber nicht mehr in den Flughäfen heutzutage. These devices touch every third rail, every controversial topic that you could imagine. Diese Scanner berühren jedes kontroverse Thema, das es in Flugsicherheit gibt. Sie benutzen ionisierende Strahlung, die Krebs verursachen können. Sie produzieren Nacktbilder von Personen, nur um Bilder von Dingen zu finden, die man als Terrorakt benutzen könnte. Alle heißen Themen werden von diesen Scannern berührt. Daher sind sie auch in der öffentlichen Debatte. Die öffentliche Debatte war über
drei Themen hauptsächlich. Verursachen diese Scanner körperliche Probleme für die Menschen, die gescannt werden oder für die Menschen, die sie benutzen? Die Frage, die gestellt wurde, ist die Dosis hoch genug, um medizinische Ursachen zu verursachen? Die zweite Frage ist, wird die Privatsphäre verletzt, da Nacktbilder verursacht werden? Into where they could be scanned and observed. This is a report from the Flugcommunity, der zeigt, dass die Privatsphäre verletzt wird, da ganz explizit in diesem Report gesagt wird, dass persönliche Sachen gesehen wurden. Dann ist die dritte Frage, funktioniert diese Technologie? Wir sind bereit, einige Einschränkungen unserer Sicherheit und unserer Privatsphäre in Kauf zu nehmen, wenn diese Geräte funktionieren. Aber wenn sie nicht funktionieren, dann gibt es keinen Grund dafür. Daher gab es viele große Fragen, und, ob sie funktionieren oder ob sie nicht funktionieren. Dies ist Jonathan Cupid, der in seinem Blog gezeigt hat, dass er Schmuggelware durch diese Scanner bringen kann. Dieses wurde von der Presse abgedruckt. They actually called up reporters and they said, we would really prefer that you not cover this blogger's claim. Und die Flugsicherheitsbehörde hat gesagt, bitte besprecht dies nicht in der Presse, damit die öffentliche Debatte klein gehalten wird. Die öffentliche Debatte war nicht dadurch geprägt, dass die Hersteller oder die Flugsicherheitsbehörde die Öffentlichkeit informiert hat, sondern wir mussten, sie haben nur gesagt, dass diese Geräte funktionieren, dass sie die Privatsphäre nicht verletzen, und ihr müsst uns vertrauen. Wir können euch nicht sagen, wie diese Scanner funktionieren. Wenn man eine Anfrage gestellt hat, wie diese Scanner funktionieren, dann hat man etwas für dieses zurückbekommen. Einige Details, aber alle wichtigen Informationen sind geschwärzt. Really important things, daher hatte man eine Debatte um wirklich wichtige Geräte, die nicht vom Hersteller oder von der Flugsicherheitsbehörde Informationen freigeben wurden. Als Computerwissenschaftler haben wir uns zu eBay gemacht. That these machines were all of a sudden available to purchase einen dieser Scanner auf eBay gefunden. Now, this seller happens to be in Germany. Wir haben ein Gerät gefunden, das in Deutschland aus einer Überschussauktion in Europa aus den Vereinigten Staaten nach Europa gekommen ist, da Überschuss vorhanden war, der auf eBay gelandet ist. Wir haben diesen Scanner gekauft und zurück in die Vereinigten Staaten überführt mit einem Erster-Klasse-Ticket von Lufthansa und haben sie in unserem Labor untersucht. Unsere Hoffnung war, dass bei Zugang zu diesem Gerät, dass wir die öffentliche Debatte weiter mit Informationen füllen können. Und die Frage ist, ist dieses Secure 1000 aus radiologischer Sicht sicher? Oder kann jemand die Maschine so verändern, dass die Dosis nicht sicher ist? Wie sind die both with respect to the actual operators of the device and with respect to anybody else who might be able to get access to the images, and how effective is this? Und wir haben uns gefragt, wie effektiv sind diese Geräte, um die Flughafensicherheitszonen vor Schmuggelware zu schützen? So
Wir haben dieses Gerät also auf eBay gekauft und als dieses Gerät in unserem Labor ankam, in diesen Kisten, haben wir es auseinandergenommen und reverse-engineert und nachgeschaut, wie es funktioniert. Das Erste, was man natürlich wissen muss, ist ein bisschen Röntgenphysik. Diese Maschinen produzieren Röntgenstrahlung, die letztendlich Photonen sind. Die Energie ist relativ niedrig, ungefähr 50 Kiloelektronenvolt bei 5 mA Strahlstrom, ungefähr wie bei einem Zahnarzt. Diese Strahlung kann mit Elektronen wechselwirken und zum Beispiel Photoelektronen herauslösen. Das ist der photoelektrische Effekt und es gibt auch noch die Compton-Streuung. Beim photoelektrischen Effekt kommt das Photon an und wird vom Elektron absorbiert und emittiert dann ein Photoelektron. Bei der Compton-Streuung kommt das Photon, trifft aufs Elektron und wird abgelenkt zu einer längeren Wellenlänge. Das ist die Rückstreuung. Welcher dieser beiden Effekte überwiegt, hängt letztendlich von der Ordnungszahl des Elements ab. Schwere Elemente wie Blei oder Metalle absorbieren diese Elektronen. Organische Elemente wie zum Beispiel Kohlenstoff oder Wasserstoff funktionieren anders. Und die Maschinen untersuchen dann, wie viel Röntgenstrahlung zurückgestreut wird. Die Geräte arbeiten nach einem umgekehrten Kameraprinzip, nach einem umgekehrten Rasterbildverfahren. Wir haben eine Röntgenröhre, die Röntgenstrahlung erzeugt in einem unkollimierten Strahl. Und dieses geht durch einen dünnen Strahl, durch einen dünnen Schlitz. A ist die Röntgenquelle. Es geht durch einen Schlitz und trifft dann auf ein Zahakerad, hier als B gekennzeichnet, und dieses dreht sich. Verbunden mit dem vorherigen Schlitz wird ein kollimierter Strahl erzeugt, welches auf das Objekt C gelenkt wird. Wir erhalten also horizontale Scanlinien auf dem Objekt. Und wenn die Röntgenstrahlung auf das Objekt trifft, treten die vorher genannten Effekte ein und die Rückstreuung wird dann von Photomultiplier-Röhren empfangen. Das sind letztendlich sehr hochempfindliche Empfänger für Röntgenstrahlung. Wenn man das dann mit der vertikalen Ausrichtung des Scanners kombiniert, kriegt man ein Bild von dem Objekt. Hier haben wir das Gerät in Aktion. Es ist zwar ein nicht besonders gutes Video. Wir sehen hier das Zahakerad, welches aus einer Legierung besteht, ziemlich dick und ziemlich schwer, dauert relativ lang, bis es sich dreht. Und dieser gesamte Apparat mit der Röntgeneinrichtung scannt dann das Objekt. Und so bekommen wir einen Nacktscan. Das ist natürlich ein ziemlich angsteinflößender Eindruck, wenn man das anschauen müsste mit 50.000 Volt. Das wäre kein schöner Anblick. Insofern hatte man den Gedanken, noch eine schöne Frontblende ranzumachen, sodass man es nicht sieht und nur vor dieser Kiste steht und alles passiert dahinter und die Röntgenstrahlung können durchtreten. So sehen die Bilder also aus, wenn man sie rekonstruiert. Es ist ziemlich klar, dass man zwei Dinge sehen sollte. Erstens mal,
ist er ziemlich gut ausgestattet. Zweitens trägt er auch eine Waffe. Man sollte ihn also noch ein bisschen gründlicher untersuchen. Man sieht außerdem Knochen, die sehr nah an der Hautoberfläche sind, zum Beispiel die Schienbeine. Die Röntgenstrahlung können auch in die Haut zum gewissen Grad eindringen. Man sieht auch den Reißverschluss an der Hose, die Nieten an der Jeans und auf der Brust auch noch ein metallisches Objekt. Was haben wir als Ergebnisse erhalten? Wie sieht es mit der Röntgensicherheit, mit der Strahlungssicherheit aus? Um dies auszuwerten, haben wir ein Dummy uns besorgt, welcher auch in Röntgentests verwendet wird. Der ist ähnlich zum menschlichen Körper, hat auch ein menschliches Skelett im Innern, ist natürlich ein bisschen komisch. Es ist umgeben von synthetischem Material, was ungefähr menschliches Fleisch simulieren soll. Wir haben Dosimeter dran angebracht und haben mit der Maschine dann herausgefunden, dass jeder Scan ungefähr 70 bis 80 Nanosievert Strahlung verursacht. Das entspricht ungefähr 24 Minuten der natürlichen Hintergrundstrahlung, also ungefähr der gleichen Strahlung, die man erhält, wenn man eine Banane isst. Also relativ sicher. Diese Ergebnisse wurden auch von anderen Studien bestätigt. Im Jahr 2013 von der amerikanischen Ärztevereinigung. Wenn wir uns die Sicherheit des Geräts anschauen, ist es möglich, dass das Gerät fehlfunktioniert und eine höhere Strahlung abgibt, als es sollte. Wir haben herausgefunden, dass es Sicherheitseinrichtungen gibt, die das unterbinden. Es gibt Schutzeinrichtungen, die zum Beispiel prüfen, ob sich das Zerhackerrad dreht, ob sich die Kopfbaugruppe bewegt, ob die Spannung passt und ob alle Werte innerhalb der Toleranzen liegen. Das sind aber keine Sicherheitskontrollen, denn der eingebettete Controller, das ROM, hat andere Sicherheitseinrichtungen. Wenn die Sicherheit auf diesem eingebetteten System also böse ist, kann man es austricksen. Es ist also schwierig, jemanden mit einer zu hohen Strahlung zu versehen. Wenn man den Schrittmotor, der die vertikale Achse hoch und runter scannt und hat, die ein sehr feines Hoch- und Runter-System hat und auch nur halben hochgehen kann oder so, verändert. Die Motoren haben eine eigene Schrittmotorsteuerung, die es sehr schwierig machen zu manipulieren. Allein ROM reicht nicht unbedingt. Weiter zur Privatsphäre. Wir wollten die Anwendung des Systems untersuchen. Es produziert Nacktbilder. Die Bilder zeigen eine ganze Menge. Man kann einige Teile des Subjektes sehen, die das Subjekt eventuell nicht möchte, dass man sie sehen möchte. What are the procedures surrounding these images and what was sind die Prozeduren um diese um die ganze Geschichte herum? Was kann die Flugsicherheitsbehörde machen, um die Bilder zu speichern oder ihren Freunden zu zeigen? Wir haben nicht die Software, die die Flugsicherheitsbehörde hat oder zu der Zeit benutzte, aber die Flugsicherheitsbehörde hat gesagt, die Maschinen können diese Bilder nicht speichern oder weitergeben. Unsere Version der Software, die von dem Hersteller kam, hatte allerdings eine Speicherfunktion. Man konnte die Bilder auf die Diskette speichern. Und man konnte die Bilder exportieren. Wir konnten diese Bilder exportieren, wie ihr sie hier seht. Es gibt noch eine andere interessante Privatsphäre-Option, die diese Maschinen haben.
Die Röntgenstrahlungen strahlen in alle Richtungen und es gibt nicht einen mit einem einzigen Ziel. Jeder Photomultiplier, der in der Nähe ist, kann mit derselben Technik auch Bilder wie der Scanner erzeugen. Der Scanner ist natürlich nicht in diese Richtung optimiert, aber wir waren auch in der Lage, wie hier zu sehen, ein Bild aus der Umgebung aufzufangen. Es ist natürlich nicht so gut wie das der Maschine, da die Maschine 8 Photomultiplier hat. Wir haben hier nur einen Photomultiplier verwendet. Daher ist dieses Bild auf der einen Seite deutlich heller. Aber mit einem sensitiveren Photomultiplier oder mit Image Processing könnte man dieses Bild auch noch weiter aufklären. So finally, we want to look at the efficacy of this machine. Is it able to detect contraband? Nun wollen wir die Effizienz dieser Maschinen besprechen. Findet es so etwas wie diese Waffe? Das erste Modell ist, ein Angreifer hat Zugriff auf die Software, die auf der Maschine läuft. Man sieht die Nacktbilder auf der linken Bilder und auf der rechten Seite die Optionen, die man hat, wenn man die Maschine bedient, wie Speichern und anderes. Wir haben uns gefragt, was ist, wenn ein Angreifer die Software ersetzen kann. Wir haben eine pixelgenaue Abbildung dieses Programms nachgebildet. Es sieht genauso aus, wie man hier sieht. Es ist unsere Version. Deren Version hieß Secure, unsere Version heißt Insecure. Unsere Version der Software hat auf ein bestimmtes Bild geachtet, das zurückkommt, und wenn man ein bestimmtes Muster aufgehabt hat, was man leicht machen kann mit Bleiklebefilm auf der auf dem T-Shirt, dann ersetzt unsere Version der Software das Quadrat aus Blei einfach durch das normale Bild. We also wanted to look at a threat model where the attacker does not have access to the console. Außerdem wollten wir ein Angreifszenario durchspielen, wo der Angreifer keinen Zugriff auf die Software der Maschine hat, aber wo der Angreifer versteht, wie die Maschine funktioniert. Wir haben über das ein bisschen nachgedacht und uns sind einige Attack-Möglichkeiten eingefallen. Die erste Möglichkeit, die uns eingefallen ist, wenn man sich eine Waffe anschaut, sie eine Waffe absorbiert, die Strahlung, die von einer Waffe kommt. The X-rays are just going off into space and not coming back. So given that the background and the gun are both black, what happens if we just place this black gun over this black background? Die Hintergrund, die Strahlung einer Waffe wird absorbiert, der Hintergrund absorbiert die Strahlung aber auch, wenn man die Waffe vom Körper etwas entfernt, dann ist sie nicht mehr sicherbar. Hier sieht man, dass der Angriff sehr gut funktioniert. Versucht zu finden, wo auf diesem Bild die Waffe versteckt ist. Wir haben auch die Pistole nicht gefunden. Wir mussten in unsere Notizen gucken, wo die Pistole versteckt ist. Man sieht, die Waffe war hier versteckt, wo der rote Kreis ist. Also ist diese Technik sehr, sehr effizient, um Waffen zu verstecken. Es funktioniert auch für Messer oder auf diesem Bild haben wir Pfeile mit Bleitape gemacht, um zu zeigen, wo die Waffe ist, um es einfacher zu finden. Die Waffe ist aber trotzdem nicht zu sehen. Wenn man ein Bild von sich von der Seite anschaut, dann sieht man die Waffe sehr deutlich, aber wir wissen aber nicht, ob jemand diese zusätzlichen Scans wirklich macht, zu der Zeit, als die Maschine eingesetzt wurde. Diese Maschinen sind allerdings nicht designt worden, um metallische Objekte zu erkennen.
Da Metalldetektoren, die es schon gemacht haben. Der Sinn dieser Maschinen war, Plastiksprengstoff oder nicht metallische Gegenstände zu finden. And so seen here is actually a simulant of C4. Hier sieht man ein 500 Gramm Block C4. Radiologically identical to real C4. Ist nur eine Attrappe, aber es soll radiologisch gleich sein wie echtes C4. Es kostet auch genauso viel wie echte C4. Wir haben nicht getestet, ob es wirklich echtes C4 ist oder nur eine Attrappe. And you can see that in an early Sandia sort of hier in einem frühen Bild des C4 Scanners kann man einige dieser Blöcke sehen. Man sieht in dem roten Kreis die Blöcke am Körper. Aber man sieht in der Mitte des Kreises, die Mitte der Blöcke ist etwa genauso wie der Hintergrundstrahlung des Körpers. Man sieht nur die Kanten der Blöcke. Daher haben wir versucht, dies in einen Angriff zu überführen. And thinking adversarially, instead of taking a brick like this and thinking, well, it's called plastic explosives. Daher haben wir darüber nachgedacht, es ist falls Plastiksprengstoff, weil es Plastik ist. Man kann es formen, man kann es platt machen. Man kann es, daher haben wir diese Technik genutzt und haben einen flachen Pfannkuchen gemacht, der Substanz, und haben versucht, den durch die Kontrolle zu schmuggeln. In diesem Bild hat eines der Menschen 400 Gramm C4 am Körper, der andere hat es nicht. Einer der beiden Kandidaten sollte einen zweiten Scan haben oder in Frage gestellt werden, und bitte findet raus, welcher von den beiden. Es ist dieser, der 200 Gramm C4 am Bauch hineinträgt. Es ist ein flacher Pfannkuchen am Bauch, der vom Bauch quasi nicht zu unterscheiden ist. Wir hatten zwei Probleme, wenn wir das zuerst gemacht haben. Zuerst, es gab keinen Bauchnabel als Unterschied. Das zweite Problem war, wenn man einen Angriff mit C4 machen möchte, braucht man einen metallischen Zünder. Wir haben das Problem dadurch gelöst, dass wir den Zünder dahin getan haben, wo normalerweise der Bauchnabel ist. That's solving those problems. Das hat dann diese Probleme gelöst. So, in conclusion, wie sieht es also mit unseren Ergebnissen aus? Angreifer können eine ganze Menge von Schmuggelware verstecken, Messer, Pistolen oder Plastiksprengstoffe und Detonatoren, Zünder. Einige dieser Angriffsmethoden wurden von Personen entwickelt, die keinen Zugriff auf diese Maschinen hatten, aber mit Zugriff kann man diese Angriffe natürlich noch viel effektiver und erfolgreicher gestalten. Gehen wir mal einen Schritt zurück und überlegen uns, was für Auswirkungen diese Systeme auf die Sicherheit von Flughäfen allgemein und auf Überwachungsgeräte allgemein haben, welche Computer in sich haben. Wenn wir über Sicherheitslücken in Sicherheitsgeräten denken, haben wir uns entschieden, unsere Ergebnisse offenzulegen. Denn nachdem wir die Ergebnisse offengelegt haben, wurden sie von den Flughäfen abgezogen. Insofern konnten die Ergebnisse nicht verwendet werden, um Flughäfen anzugreifen. Wir haben auch 3 Monate gewartet, bis wir öffentlich darüber geredet haben. Und wir haben auch mit den Sicherheitsbehörden geredet, zum Beispiel der Flugsicherheitsbehörde. Die Flugsicherheitsbehörde hatte dann auch eine Pressemitteilung, als unsere Arbeiten
herauskamen. Und wir bekamen auch eine E-Mail von einem hohen Angestellten der Heimatsicherheitsbehörde. Und das war eine ganz lustige E-Mail, darauf zu antworten. Ein Teil unserer Offenlegung behandelte auch, was für Gegenmaßnahmen man ergreifen kann, denn wir möchten uns auf die Sicherheit verlassen können. Und wir haben einige Vorgehensweisen vorgeschlagen, ganz besonders die seitlichen Aufnahmen. Und wir sind der Meinung, dass Metalldetektoren auch eine gute Arbeit leisten, wenn es darum geht, Metall zu detektieren. Insofern sollte man auch diese verwenden. Und bislang geht man entweder durch den Metalldetektor oder durch den Nacktscanner, aber nicht durch beide. Und das wäre eine Gegenmaßnahme, beides zu machen. Wenn man davon ausgeht, dass diese Geräte ja nicht mehr an Flughäfen sind, fragt man sich, warum unsere Ergebnisse so wichtig sind. Es gibt letztendlich drei Antworten. Wir möchten sie alle einzeln behandeln. Erstens, unsere Ergebnisse werfen ein Licht darauf, wie diese Geräte entwickelt werden, auf die wir uns jeden Tag für kritische Sicherheitsbereiche verlassen. Zweitens mal sind Rückstreuungsgeräte nicht verschwunden von den Flughäfen und könnten vielleicht auch zurückkehren zu den Flughäfen. Und drittens müssen wir auch unsere Schlüsse daraus ziehen bei der Entwicklung von Geräten. Manches, was ich sage, ist Grundlage eines Reports der Heimatschutzbehörde, der vor einigen Monaten herauskam. Das ist ein relativ interessanter Bericht, der sagt, wie die Flugsicherheitsbehörde mit diesen Geräten umgeht. Zwei Dinge sind interessant bei diesem Gericht. Erstens, die Geräte wurden in ein Warnlager eingelagert. Und bei diesem Zeitpunkt waren 106 nicht mehr benutzte Geräte gelagert. Und wir haben dieses Lagerhaus im März 2014 besucht. Entschuldigung, das war März 2006. Die zweite Tatsache unseres Reports war, die Flugsicherheitsbehörde behauptet in ihrer Pressemitteilung, dass die Geräte ganz spezielle Software verwendet, die an niemanden sonst weitergegeben werden. Aber ja, es wurde herausgefunden, dass zumindest ein Gerät nicht ordentlich gelöscht wurde und im September 2013 war in North Carolina eines dieser Geräte in einem Warnlager mit dieser Software vorhanden. Und die Flugsicherheitsbehörde war dann recht panisch, die Festplatte möglichst schnell zu löschen. Es gibt letztendlich zwei Modelle, wie solche Systeme ausgerollt werden. Entweder in die Öffentlichkeit. Man kann dann öffentlich die Geräte auswerten, testen, darüber berichten und Schwachstellen mit einem Bonus belegen, wenn sie gefunden werden. Dieses Modell wird aber nicht für besonders viele Modelle benutzt und auch nicht für Geräte, die an sicherheitskritische Bereiche gehen. Diese Geräte werden im Geheimen designt, im Geheimen ausgewertet und im Geheimen entwickelt. Weiterhin finden wir, dass diese Modelle beide in Ordnung sind, solange sie sichere Geräte hervorbringen. Aber tun sie das auch? Eine Methode, um unsere Ergebnisse auszuwerten, ist, das wäre eine Datenbasis, um zu sehen, wie im Geheimen diese Flughafenscanner entwickelt werden. Es gibt letztendlich zwei Alternativen. Wir wissen aber nicht, welche der beiden angewendet werden, weil es nicht offengelegt wird. Die Flugsicherheitsbehörde hat in ihrem Prozess diese Schwachstellen aufgedeckt,
aber entweder die Geräte trotzdem ausgerollt, trotzdem in Einsatz gebracht oder nicht herausgefunden. Beide dieser Modelle sind nicht gerade besonders schön. And we're very curious which it is, but we don't know. And TSA wir sind sehr daran interessiert, welche von beiden Möglichkeiten es ist, aber wir wissen nicht. Und die Flugsicherheitsbehörde sagt es uns nicht. Ich habe mit dem Reporter gesprochen, der mit einer anderen Flugsicherheitsbehörde in einem anderen Land gesprochen hat. Und der hat gesagt, wir haben diese Maschinen auch untersucht. Und der Reporter hat gefragt, was werdet ihr diese Ergebnisse veröffentlichen? Und die Flugsicherheitsbehörde im anderen Land hat einfach nur gelacht. Daher brauchen wir entweder mehr Drittuntersuchungen, ob diese Scanner wirklich funktionieren. Wenn ihr einen dieser Scanner auf eBay findet, sagt uns Bescheid. Or we think that a different model in which the agencies oder wir brauchen ein anderes Modell, wo die Behörden selbst auf Universitäten oder auf die Community zugehen und unabhängige Sicherheitsüberprüfungen veranlassen. Wie 2007 die Wahlbehörde in Kalifornien gemacht hat. Now, TSA should make clear, pulled the machines out because die Flugsicherheitsbehörde sollte sagen, automatic target recognition software that worked. And the idea behind automatic target recognition is that the naked image is not shown to the operator directly, rather it's interpreted by software, and the software says, go investigate the left arm. And because of that functional requirement that the manufacturer was not able to reach, these machines were pulled back. Ein Teil der Funktionsweise ist, dass der Hersteller sagen sollte, if the manufacturer is able to come up with that software later, they could come back to airport. Der Operator sollte nicht das klare Bild sehen, sondern versucht diese Person näher zu untersuchen oder nicht. Der Hersteller hat dies nicht gemacht, aber er könnte später wiederkommen, wenn er diese Herstellung erfüllt. TSA had 251 of these machines, which they bought at a cost of about $40 million. Es gibt einen Report, wo die Maschinen nach der Verwendung hingekommen sind. 50 Millionen Dollar hat dieses Ganze gekostet. And by the end of August, TSA had gotten einige dieser Scanner, about 165 of these, 161 of them to state and local governments. Where did they go? Well, they went to a bunch of lokalen Behörden verwendet. They went to a bunch of states to distribute. They einige Behörden der Staaten, courthouses and Gerichten, in Knästen. I think that whether somebody can get a gun into a courthouse or a jail still matters. Ich denke, es ist trotzdem wichtig, ob jemand eine Waffe in ein Gericht oder ein Gefängnis schmuggeln kann. Daher sind unsere Ergebnisse immer noch sehr, sehr wichtig. UAITs that also use backscatter X-ray technology to do the imaging, and these might still end up at airports. Dann gibt es neue Geräte, die wahrscheinlich auf Flughäfen eingesetzt werden, die auch untersucht werden sollen. Gehen wir einen Schritt zurück und schauen uns die weiteren Ergebnisse an. You can't ever do better das erste Ergebnis ist, du kannst nie besser sein als das, was aus deinen Sensoren herauskommt. Die Art, wie diese Maschinen arbeiten, ist nur eine Helligkeit pro Pixel. Und es ist einfach nur hell oder dunkel pro Pixel. Und sie können nicht unterscheiden zwischen Hintergrund oder Metall. Und man kann dies auch nicht verbessern. Es gibt andere Röntgenstrahlungsgeräte, die andere Modelle benutzen und besser arbeiten. Die Physik spielt keine Rolle, wenn die Geräte funktionieren, aber das Bild, was der Operator sieht, anders ist als das, was das Reelle ist. TSA or the manufacturer seems to have understood. Second,
Procedures really matter. You deploy a system not just on its own. Die Prozedur ist wirklich wichtig. Es geht nicht nur um das Gerät, sondern auch die Menschen, die dieses Gerät bedienen. That you should be doing side scans. That Sandia report. Man kann heute wissen, dass man auch von der Seite scannen sollte. Das ist ein wurde 1991 gefunden, aber als das System eingesetzt wurde, war dieses Ergebnis schon wieder weg. Und es ist so, dass man so wie das System eingesetzt wird, wird es wirklich nicht in Vordergrund gestellt, dass man auch Scans von der Seite machen sollte, sondern so wie das System aufgestellt wird, sieht es so aus, als sollte man nur Scans von dann vorne und von hinten machen. Really matters in whether you end up producing a secure system or not. Another thing that really matters. Außerdem ist es wirklich wichtig, so wie ein Angreifer zu denken. Und ein anderes wirklich wichtig, darüber nachzudenken, wie einzeln die Details aufgestellt sind. In den 80er, 90ern wurde darüber nachgedacht, wie man diskrete Systeme aufbaut und modular aufbaut. Und in den 80er, 90ern hat man herausgefunden, dass höher integrierte Systeme schlechter abschneiden als modulare Systeme. It's not really clear that the secrecy with which TSA and the manufacturer treated these systems actually kept people from coming up with attacks. Es ist nicht wirklich klar, ob dieses System, das die Flugsicherheitsbehörde oder der Hersteller eingesetzt hat, ob dieses System wirklich funktioniert hat. Wie der Blogger, der herausgefunden hat, dass man einfach nur die Waffe an die Seite bringen muss und es funktioniert, man kommt durch. Und er war nicht mal der Erste. Physiker haben sich diese Bilder vorher angeschaut und haben herausgefunden, so funktioniert diese Maschine. Und sie haben postuliert, dass dieser Angriff funktioniert wie Metall an der Seite. Der zweite Angriff, Pfannkuchen auf dem Bauch, sollte funktionieren. Und diese Physiker haben sich niemals, hatten niemals Zugriff auf die Scanner selbst. Daher ist der Fakt, dass die Details dieser Maschinen nicht veröffentlicht wurden, haben nur verursacht, dass die Angriffe die Details der Bevölkerung nicht mitgeteilt wurden, aber die Angriffe wurden theoretisch trotzdem vorhergesagt. So we had things that we were sure would totally work and then we'd put them off against the daher wussten wir schon, wie die Angriffe funktionieren, wahrscheinlich funktionieren würden, und wir haben diese Angriffe auf die Maschinen, sobald wir die Maschine hatten, sofort angewandt. Und wir haben die Angriffe verfeinert, bis wir so gut waren, dass unsere Resultate immer funktioniert haben und wir sie auch jeweils wiederholen konnten. Eine Sicherheitsmaßnahme, die vielleicht funktionieren würde, wäre die Maschinen nicht an Leute freizugeben, die vielleicht wirklich Attacken machen würden. Wahrscheinlich sollte man dann aber keine überschüssigen Geräte nicht in Europa verkaufen. Wahrscheinlich sollte man dann sehr genau kontrollieren, sehr viel besser kontrollieren, wer Zugang zu diesen Geräten bekommt. Und es ist wahrscheinlich nicht so sicher, dass dass es wirklich funktioniert. Ich habe versucht herauszufinden, wo die anderen Maschinen hingehen, und man konnte eine für $4,000 kaufen. Der Verkäufer hat gesagt, das ist eine dieser Maschinen. Ich habe versucht nachzufolgen, wo alle diese Maschinen hingehen. Ich habe es nicht geschafft. Die einzige Möglichkeit hier, das praktische Modell zu nehmen, scheint nicht wirklich verwendet zu werden. Mit dem hier hören wir auf und nehmen gerne Fragen entgegen. Thank you for this very interesting talk. Herzlichen Dank für diesen sehr interessanten Vortrag. First of all, do we have any questions erstens from the Signal mal, Angel? Haben wir irgendwelche Fragen von dem Signal Angel aus dem Internet? Ja, nein, yes, vielleicht? Please. Ja, bitte. Yes, we have three questions. Wir haben drei Fragen. Die erste: Können diese Scanner
Sprengstoffe entdecken, die auch besser im Innern des Körpers versteckt werden. Habt ihr das getestet? Nein, wir haben keine Person dazu überreden können, das zu testen. Aber es ist klar, dass der Scanner ein kleines bisschen unter die Hautoberfläche detektieren kann. Und über andere Platzierungsmöglichkeiten kann man ja spekulieren. Okay, nochmal vom Signal Angel, bitte. Wäre es gesund oder wäre es sinnvoll, ein Prüfmuster im Hintergrund der Geräte zu haben, um die Aufnahme zu prüfen? Die Frage ist also, wäre es schön, ein Muster zu haben, zusätzlich? Also ein Hintergrund hinter dem Objekt, zum Beispiel ein Schachbrettmuster oder sonst irgendwas. Das war jetzt nicht ganz klar. Das Problem ist natürlich, es war eine Wand hinter unserem Objekt, aber die Wand war so weit weg, dass die Röntgenstrahlung nicht mehr im nennenswerten Maß zurückkam. Wenn wir uns das TSA-Modell anschauen, um Zeit zu sparen, benutzen sie zwei Scanner, die gegenübergestellt werden und beide scannen. Es ist also die Frage, wo man da einen sinnvollen Hintergrund platzieren möchte. Man müsste natürlich auch nur herausfinden, wie dieses Muster aussieht, um dann zu wissen, wo man seine Schmuggelware verstecken müsste. Eine Frage vom Mikrofon 3, bitte. Erstmal danke für diesen Vortrag, der war sehr schön, sehr gut. Sie haben erwähnt, dass dieses geheime Entwicklungsmodell nicht so toll funktioniert. Ich glaube, man könnte nicht davon loskommen. Es ist einfach menschliche Natur, denn ein Manager, der so ein System implementieren müsste, möchte vielleicht auch Einblicke von außen erhalten, um herauszufinden, ob das Modell ausgetrickst werden kann, um Feedback zu erhalten. Manager tendieren aber dazu, nicht besonders viel Rückgrat zu zeigen. Und daher denke ich, dass wir dieses geheimniskrämerische Modell nicht losbekommen werden. Auch wenn das natürlich traurig ist. Es gibt natürlich einen Unterschied zwischen Geheimniskrämerei und Sachen unter Verschluss zu halten. The public model could include proprietary software, proprietary solutions being evaluated in the public. Die Öffentlichkeit wäre natürlich auch gedient, wenn man geheim gehaltene Software zumindest öffentlich auswertet und öffentlich herausfindet, wo man genauer hinschauen müsste. Wenn man etwas baut und es ist fehlerhaft und man findet es heraus, aber man möchte nicht unbedingt Aufmerksamkeit darauf ziehen und man möchte natürlich nicht gerne sagen, mein Projekt ist Mist. Okay, just a quick note, if you have to leave in between, please be quiet. If you can, please remain seated. It's kleiner Hinweis, falls ihr rausgeht, seid bitte leise. Die Diskussion war bislang sehr interessant. Noch eine Frage vom Mikrofon 2, bitte. Wisst ihr irgendetwas über die Veröffentlichung, ob diese TSA-Software in der Lage war, auch Gerichte zu überwachen? Einer der Journalisten hat aufgrund des Informationsfreiheitsgesetzes Informationen angefordert und die Electronic Frontier Foundation hat einige dieser Dokumente geschmerzt veröffentlicht. Es wurden Geräte in Einsatz gebracht, die in der Lage waren, Bilder zu speichern. Aber es ist natürlich klar, wenn so eine Software ersetzt wird oder sonstige
Geräte hineinschmuggeln möchte, zum Beispiel Mobiltelefone. Also die Bilder sind nicht besonders verlässlich. Haben wir noch weitere Fragen aus dem Internet? Nein? Dann gehen wir zurück zum Mikrofon 3. Als erstes, vielen Dank für den schönen Vortrag. Was ich mitgenommen habe, dieser Sensor ist ein Hautsensor. Es sagt, wo Haut ist und wo keine Haut ist. Wie wäre es, ein Schweinsscanner einzusetzen, den du für 25 practically anything under there from what I gather from how this works, has this been tested by yourselves or anyone else? Wenn man Schweinehaut vom Schlachter kaufen würde, würde es funktionieren, darunter Objekte zu verstecken oder nicht? Steaks is that you end up having raw meat. Eines der Probleme ist, wenn man rohes Fleisch einsetzt, dann wird es sehr dreckig. Ich stimme damit überein, dass diese Taktiken funktionieren könnten. Aber du musst daran denken, dass du dieses Objekt an dir festkleben musst und es wird irgendwo einen Spalt geben und der Spalt wird wahrscheinlich einen Schatten machen. Ich arbeite sehr viel mit Schweinehaut und man kann wirklich gut damit Formen bilden oder das irgendwo hinkleben. Es kostet nur 10 Euro. Versucht's. Was kann passieren? I will say that right now I think our best answer for how do you smuggle say a gun on. Ich denke, unsere beste Antwort dafür, wie man eine Waffe reinschmuggeln könnte, wäre entweder man macht sie an die Seite weit genug oder man versteckt sie unter Plastiksprengstoff. Okay. That's scary. And we did test. We tested before we put the detonators next to the simulant, so that it's not real explosive. Okay. Thanks for that. Es ist nicht wirklich Sprengstoff, den wir benutzt haben, als wir diese Tests gemacht haben. Wir haben es ausprobiert. Yeah, I wonder if it would be possible to hide something even with the side scans. The idea would be maybe between the thighs that. Ich frage mich, ob man auch etwas im Seitenscan verstecken könnte, wenn man ein Messer so benutzen würde, dass man es mit dem Oberschenkel verdecken würde, vom Seitenscan und vorne, hinten scannen, das Ganze im Hintergrund verschwenden. Legs and offset arms, to try die to Prozedur that. Yes, ist be, you know, sort of für den Seitenscan sort of ein bisschen Verschiebung einzuführen. Right. Aber theoretisch könnte man das durchführen. Okay, Mikrofon 3 again, please. Mikrofon 3. Es gibt viele hundert Flüge von Ländern, die diese Scanner einsetzen. Habt ihr einen Report darüber, ob wie viele Menschen an der Röntgenstrahlung sterben? Medical Department. Wir haben mit dem medizinischen Abteilung ein wenig gearbeitet, um das herauszufinden. Ein Problem ist, dass die Dosis der Strahlung hier ist so gering, dass man es in Modellen nicht wirklich abbilden kann. Aber mit den Modellen, die wir haben, ist die Erhöhung der Todesrate immer noch kleiner als 1. Thank you. The question is, how do the scanner perform with leather cloth? Wie funktionieren diese Scanner mit Lederkleidung? I'm sorry to report that we're not cool enough to have tested that. Es tut mir leid zu sagen, dass wir nicht cool genug sind, das getestet zu haben. Okay. Again, microphone number 3, please. Noch einmal Mikrofon 3, bitte. Hallo, vielen Dank für den schönen Vortrag.
Ich glaube, ich habe mal gelesen, dass jemand Glas verwendet hat, wie ein Glasmesser, oder wäre das möglich zu verbergen in Röntgenscans? Würde das in Scans überhaupt auftauchen? Glas also reflektiert, ungefähr wie Haut. Man kann es also über die Haut platzieren, und wenn es die richtige Dicke hat, dann könnte es wie Haut aussehen. Keramik könnte man auch benutzen. Ich glaube, Keramik würde heller aussehen. Man würde es also als hellere Flecken sehen. Thanks. Danke. Okay, if there are no more questions, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann einen großen Applaus für unsere Sprecher. Ja, das war unser Vortrag über die